Was geht ab, Freunde, und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal C2B. Ja, nach einer kleinen Urlaubspause melde ich mich zurück mit ein paar richtig nicen Sneaker-Reviews. Und zwar stehen jede Menge Reviews an zu ein paar nicen Jordans, Dunks und eventuell noch ein bisschen anderen geilen Scheiß. Also seid auf jeden Fall gespannt. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid, lasst auf jeden Fall gerne ein Abo da. Und dann ziehen wir uns den heutigen Sneaker rein, und zwar ist der Nike Air Jordan 1 Japan Neutral Grey. Viel Spaß damit. Da haben wir die Silver Surfer auch schon. Also wie gesagt, der Nike Air Jordan 1 Retro High OG natürlich in dem Tokyo Neutral Grey Colorway. Also den gab es im Jahr 2001 eben schon mal. War damals eben Japan Exclusive und limitiert auf 2100 Stück. Kam jetzt eben am 7. August nochmal raus zu einem Retailpreis von 160 Euro. Hat ein bisschen Resale, also wenn ihr euch noch einen holen wollt, dann denke ich mal, kriegt ihr so für 250, müsst man noch einen kriegen, denke ich ungefähr, in der 8,5 oder so. Aber würde ich sagen, auch bei dem wieder traditionell, ziehen wir uns erstmal die Box rein auf jeden Fall. Ja, die Box vom Design her auf jeden Fall getreu dem 1er Jordan, also man kennt es ja mit der schwarz-roten 1er Jordan Box, denke ich mittlerweile jeder von euch mal gesehen hat in einem meiner Reviews. Wenn nicht, dann checkt sie gerne nochmal ab auf jeden Fall. Die Box auf jeden Fall vom Design her ähnlich, also wirklich komplett mit diesem riesengroßen Nike-Logo drauf, sondern eben passend zum Schuh in denselben Farben, in diesem ja, grau, dunkelgrau, Silbermuster eben kann man sagen. Also hier eben ein hellgrauer Hintergrund mit dem dunkelgrauen Nike-Logo vorne drauf. An den Seiten natürlich überall auch, also hier auf der Seite eben auch, hier sowieso. Und dann eben hier vorne das Size-Tag drauf. Bei dem jetzt kein Stress so, also ist ein ganz normaler Männer-Release, kein Frauen-Release, also geht auf eure normale Männergröße. Und ihr wisst ja mittlerweile, einer Jordan auf jeden Fall True to Size, also wenn ihr einen anderen Nike-Schuh eine 42 habt, holt euch bei dem auch eine 42 auf jeden Fall. Und was ich noch ganz cool finde, ist innen drin das Papier. Und zwar haben wir hier eben dieses auch silber angelehnte Papier, was eben dann ein Jordan-Logo drauf hat. Ich werde es auf jeden Fall in Detailshots packen, weil das erkennt man bestimmt mega schlecht. Und hat dann eben links und rechts vom Jordan-Logo eben 2001 stehen und 2020. Finde ich ein ganz cooles Detail, weil der Schuh, wie gesagt, eben 2001 zum ersten Mal rauskam und jetzt eben 2020 ein Re-Release bekommen hat. Sehr cooles Ding, würde ich sagen, die Box auf jeden Fall, und dann ziehen wir uns die Sneaker rein. Jo, da haben wir sie auch schon. Sehr gelungener Einser, finde ich, ehrlich gesagt, obwohl ich mittlerweile ja schon viele Einser vorgestellt habe und Nike mittlerweile ja fast jede Woche einen neuen gehypten Einser Jordan raushaut eigentlich. Aber den wollte ich unbedingt vorgestellt haben, weil ich den wirklich echt sexy finde. Hat ein paar coole Details, die viele Einser Jordan nicht haben. Und da würde ich sagen, starten wir auch direkt los mit dem Review, mit den ganzen Details. Und ich möchte in dem Review so ein bisschen drüber sprechen, so ist es vielleicht sogar ein bisschen der Low-Key Dior Jordan so ein bisschen, weil die Farben ja ziemlich ähnlich sind, aber dazu später ein bisschen mehr, ziehen wir uns einfach die Details rein. Los geht's, wie gesagt, der Schuh komplett in so einem Grau-Silber gehalten, also wir haben wirklich, ich sag mal, so ein hellgraues Grundmaterial am Schuh, würde ich sagen, also hier an der Seite eben sehr hellgrau, mit einem silbernen Swoosh und eben auch einem silbernen Heelbereich hinten. Also alles wirklich sehr grau Silber gehalten. Dann eine etwas dunklere Toebox, also ein bisschen dunkleres Grau, was auch einen leichten Silbertouch hat auf jeden Fall. Rundherum um die Toe dann auch schönes, softes Wildleder, würde ich mal sagen. Dann eben auch in hellgrau. Haben dann hier Rope Laces drin. Also wirklich mal im 1er Jordan dickere Rope Laces. Nicht die typischen, ich sag mal, Flat Laces, die es normal im 1er Jordan gibt, sondern hier eben mal Rope Laces dabei. Da gibt auch keine extra Laces, also sind wirklich nur ein paar Laces dabei, aber ich glaube, was will man auch in einem silbernen 1er Jordan für Laces tragen, außer silberne. Deswegen glaube ich, dass silberne Laces einfach noch am coolsten darin aussehen. Ich finde auch eigentlich die Rope Laces echt mal ganz coole Abwechslung und lassen sich auch ganz easy schnüren, das ist auch mal ganz geil. Da muss man nicht eben darauf achten, dass die Flat Laces eben schön flat liegen, sondern man kann die eben einfach nur reinschnüren. Haben dann hier ein gesticktes Nike Air Logo auf der Zunge. Die Zunge übrigens auch komplett im Grau gehalten, also passend zu den Laces. Und wie gesagt, hier ein Nike Air Logo, was eben gestickt ist. Also das ist so gesehen kein Patch, sondern das ist quasi in die Zunge reingestickt. Finde ich auch mal ganz cool, so als Abwechslung, weil normalerweise haben die 1er Jordan ja immer so ein Patch vorne drauf und dann quasi da Nike Air draufstehen. Hier wie gesagt gestickt. Und dann eben hier so, ich sag mal, so gläserige Wings an der Seite. Also das Jordan Wings Logo mit so einem kleinen Plastikdeckel drauf. Auch mal ganz coole Abwechslung auf jeden Fall. Finde ich ganz nice. Haben dann eine weiße Jordan mit Soul. Man kennt sie auf jeden Fall mittlerweile, denke ich, habe ich auch schon oft vorgestellt. Und dann eben eine, ich sag mal, hellgraue 1er Jordan Outsole. Man kennt sie auf jeden Fall. Auf jeden Fall passend zum Schuh, finde ich ganz nice. Dass man viel Grau am Schuh hat, auf jeden Fall schönes Ding. Haben dann in der Innensohle noch einen kleinen Schriftzug. Das ist dieser CO.Japan Schriftzug. Packe ich auf jeden Fall in Detailshots. Ich denke, man wird es da ein bisschen schlechter kennen, wie immer. Das ist eben so ein bisschen der Name vom Schuh, also dieses .co Japan, weil es eben ein Japan Exclusive war damals und eben wie gesagt jetzt re-released wurde, auch ja, sehr sehr cool. Dann noch zwei sehr besondere Details an dem Schuh, finde ich, die auf jeden Fall hervorgehoben werden sollten. Das ist einmal in der Innensohle, hat man quasi hier dieses kleine Jordan Logo mit dem 2001, 2002 stehen, werde ich auch in Detailshots auf jeden Fall packen. Und was ich auch sehr sehr cool finde und irgendwie ganz praktisch finde, ehrlich gesagt, bei dem Schuh,
ist, dass der quasi hier vorne, dieses typische Ding, wo man die Laces durchzieht, quasi nicht komplett durchgezogen wird. Also das ist so gesehen, in der Innensohle sieht man quasi, die Laces nicht rauskommen. Das finde ich persönlich sehr praktisch, weil das oft immer so ein Gefummel ist, die Laces da reinzustopfen und quasi hinten durchzuziehen und vorne wieder rauszuziehen. Vor allem, wenn man gerne seine Laces eben tauscht, so wie ich. Dann ist es immer ein bisschen Abfuck, wenn man da ein bisschen so rumhantieren muss, finde ich. Und hier hat man quasi so gesehen, man zieht die quasi hier vorne nur vorne durch und nicht hinten durch. Keine Ahnung, ob ihr das nachvollziehen könnt oder nicht. Ich feiere es auf jeden Fall, finde ich ein cooles Detail. Und ja, auf jeden Fall gelungener Einser Jordan, finde ich. Ja, dann wie gewohnt auf jeden Fall ein paar Worte zur Qualität des Schuhs. Bei Einser Jordan auf jeden Fall immer sehr, sehr wichtig, finde ich. Generell auf jeden Fall super verarbeitet, finde ich den Schuh. Ich finde ihn sehr, sehr nice. Ich finde das Leder in der Zunge sehr geil. Ich finde auch generell hat er einen sehr guten, ja, fühlt sich einfach wertig an, der Schuh auf jeden Fall. Man hat das Gefühl, man hat einen richtig nicen Einser Jordan in der Hand. Da kam in den letzten Monaten viel schlimmere raus von der Qualität her. Sehr, sehr soft auf jeden Fall, sehr, sehr nice. Und deswegen auch meiner Meinung nach eben so ein bisschen der Low-Key Einser Dior, finde ich, weil, ja, ich meine, Einser Dior kann sich wirklich nicht Leder leisten. Das ist wirklich geistesgestört teuer. Selbst Retail waren schon 1400 Euro, deswegen, ja, auf jeden Fall finde ich eine super gute Alternative zum Einser Jordan Dior. Eben auch komplett grau. Klar ist es kein Dior Jordan. Und sicher wird man sich Witze anhören über den Poor Man, Einser Dior und so ein Scheiß. Aber ich finde ihn super gelungen, ich finde ihn echt schön. Und deswegen bekommt er von mir auch auf jeden Fall eine 8,5 von 10. Eine 8,5 bekommt er deswegen, weil er eben meiner Meinung nach echt ein mega schöner Einser Jordan ist. Also es kommen zwar echt viele Einser momentan raus und ich habe ja auch dazu oft meine Meinung schon gesagt in den letzten Videos. Aber ich finde ihn immer noch sehr, sehr cool. Ich finde auch die Farben geil. Ich finde auch einen grauen Einser Jordan echt nice. Deswegen finde ich einen Dior Einser auch so schön. Und das ist eben eine gute Alternative dazu, finde ich auf jeden Fall. Deswegen auf jeden Fall mal auschecken den Schuh, finde ich auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Ding. Ja, das war dann mein Review auch schon wieder zum Neutral Grey bzw. Japan Einser Jordan. Schreibt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare, würde mich super interessieren, wen ihr so findet, ob ich einen geholt habe oder nicht. Vielleicht werdet ihr auch noch einen holen. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare auf jeden Fall. Und ja, ansonsten würde ich mich immer über ein Like freuen, wenn das Video gefallen hat, über ein Abo sowieso immer. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao.